An der Stelle können wir, glaube ich, anfangen mit dem Vlog. Peace und herzlich willkommen, wir sind am Flughafen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Ali24's Kanal. So, let's go, Freunde, wir sind da. Right now. Hoffentlich findet ihr das Video, oder? Die abgeschoben werden sollen. So, Freunde, jetzt können wir richtig mal mit dem Vlog anfangen. Angekommen in Lorette. Wir sind direkt hier auf dem Weg zum Hotel. Wir haben es auf jeden Fall gut überlebt mit dem Flug. Ich habe ein paar Turbulenzen, aber. Ich hab ihn geschlafen, hab ich bereits gemerkt, Juni. Auf jeden Fall sind wir hier gerade an der Promenade und laufen zum Hotel. Und Freunde, lasst schon mal einen fetten Like, da würde ich mega freuen. Abonniert den Kanal, um die nächsten Videos nicht zu verpassen. Ihr werdet sie jede Scheiße, es wird zum XXL-Vlog aus Lorette. Jede Scheiße werde ich einfach reinschneiden, mir scheißegal. Auch die peinlichen Momente. Egal, let's go zum Hotel, viel Spaß. Alter, da ist die gute Stube. Oh. Okay, okay. Und das Krasse ist, der Strand ist wirklich nur 2 Meter entfernt gefühlt. Mega. Und die Dame an der Rezeption, die Dame an der Rezeption wird von Jakob gerissen und wir werden es aufnehmen. Okay. Wir machen versteckte Kamera. Alter, erstes Essen hier in Lorette, direkt mal KFC essen einfach. Die Pommes werden einfach mit so Sticks gegessen, Digga. Schön mit Speck und Käse. Geil. Typisch Jakob. Wir laufen ihm seit 2 Minuten, sagt er direkt schon, er kann nicht mehr. Mit seinen Schlappen. Ich hab gesagt, wir gehen auf eine Wandertour, die Beine haben einfach schlapp machen. Eine Wandertour. Alter, guck mal, der ist sogar am Angeln, der Typ. Das Meer sieht auf jeden Fall mega krass aus. Mega Aussicht hier. Das Wasser ist auch sehr türkis, richtig cool. Was? Da hat ein Männchen gekackt. Da hat doch kein Männchen gekackt. Was sind das denn für Gespräche? Ich darf keine. Hi, Digga. Ich will kurz anmerken, eine Legende hat besagt, dass hier ein gewisser Felsen den Hof von Lorette wahrt. Und es soll hier wohl in der Gegend sein. Hier vorne. Und zwar der. Was für ein Felsen? Der Fickfelsen. Ali, besuchen wir den heute Abend. Den Fickfelsen besuchen wir heute Abend, auf jeden Fall. Aber sicher, dass es hier ist? Wir haben uns nicht informiert, aber ich dachte, es wäre dort, wo die Clubs sind und die Leute danach hingehen und es ballern. Das kann auch sein, aber ich glaube, wir werden heute Abend rausfinden. Warum lachst du mit deinen 3 Barthaaren, Digga? Ali, Digga. Die Frontsaison ist eröffnet. Ich bin der King. Wir gehen zum Fickfelsen. Zum Fickfelsen. Ab zum Fickfelsen. Let's go. Der Plan ist auf jeden Fall auch, dass wir heute Abend feiern gehen. Mir egal, derjenige, der am besoffensten ist, der wird sowas von mir nochmal persönlich hochgenommen. Die Aufnahmen werden so kicken, ich werde einfach. Warte einfach ab und schaut euch an. Nur Gott weiß, warum ich mit so Idioten in den Urlaub fliege, Digga. Die haben einfach einen Schaden. Das Wetter wechselt auch die ganze Zeit zwischen warm und kalt. Ein Pulli ist ein bisschen schwitzig, manchmal auch kalt im Schatten. Komisch. Hinter uns sieht man die Castel de la Juan. Auf jeden Fall eine Burg hier in Lorette mal, mit der katalanischen Flagge. Und links auch ein paar Bilder. Viel zu warm, ich habe mich einfach ausgezogen. Wer sich als erstes bewegt, der ist schwul. Also Freunde, wir fangen jetzt an zu trinken. Wir haben 13 Uhr. Fang an, let's go. Geh deiner Alkoholikerbestimmung nach. Wie kann man so biergeil sein, ey? Es fängt an zu regnen, Mann. Der kann. Doch, ich hab Bock. Wir trinken uns den Regen schön. Geil. Mittlerweile das 2. Bier von mir. Ihhh. Bier. Was ist jetzt? 2. Bier. Berghai flieg in die Wildnis. Ja. Folgender Plan. Wir chillen jetzt hier im Hotel, weil es regnet. Dieser Urlaub wird mich so Nerven kosten, ich weiß jetzt schon. Take me back to the night. Wir chillen 2-3 Stunden, bis aufhört hier mit dem Regen. Kurz chillen, weil wir nur alle 2 Stunden Schlaf hatten und man merkt, die 2 Stunden Schlaf hier gerade wieder. Ihr seid doch alle. Ah, Digga, Abbruch. Ja, weil das komisch ist, Digga. Wir haben Kakao bestellt und müssen einfach selber mixen.
links und rechts umzählen von Franzosen und Engländern, Digga. Es ist so laut. Und wettertechnisch auch gerade Katastrophe, aber wir machen das Beste draus. Sag mal, wie es geht, Jakob. Also ich will ja nicht sagen, aber was wir hier wieder praktiziert haben, ist das bodenlos. Jägermeister, Digga. Auf einen guten Urlaub. Auf einen krassen Urlaub, Digga. Wir öffnen die Trinksaison. Warte. Berghai. Das ist ein neuer Berghai, Digga. Was sagst du dazu? Ihr solltet eine Stunde Spiel gucken. Dortmund, Real Madrid. Alles maßlos voll, Alter. Ich mache jetzt einen auf Blogger, damit wir schön die ganze Weiber abkriegen, Jungs. Abonniert. Hey, ja, hey. Hey, ja, Bob, doch, Digga. Mein Tipp fürs Spiel, ich sag 2-0 Real. Marco Reus, Sprechchöre. 0-0 immer noch, 71. Minute. Mal gucken. Ich sag immer noch Real, 85. Minute 1-0 und dann 2-0 Deckel zu. Bei Marco Reus ist der beste Spieler der Welt. 1-0 direkt im Anschluss. Carvajal, Digga. 80. Minute, Digga. Real 1-0. Kamabinga. Macht's. Vinny Junior macht's, Digga. Weil jeder hasst Vinny Junior, dann macht er das einfach. Er macht's. Vinny Junior ist so ein King, Digga. So ein King, Digga. 2-0, 2-0. Digga, wir haben gerade gesagt, es ist zu Ende. 86.5, 2-1. Abseits, Digga. Oh, rutsch abseits. Ich dachte, es wird mal spannend. Wir sind hier in der Innenstadt von Lorette. Wir suchen jetzt den Tropicana Club. Mich am Start. Wer wird heute erfolgreich sein? Ihr dürft nicht hindern. Ich sage ganz klar, Jan und Jakob werden sich ein Bett liefern. Ich werde natürlich ein bisschen Rücksicht nehmen. Ich werde nicht so viel machen. Ich werde denen auf jeden Fall helfen. Ich gehe mit Jakob. Ich selber halte mich zurück. Heute, ich kläre den Jungs. Ich muss jetzt überlegen, wer am erfolgreichsten ist. Realistisch gesehen, Ali sieht gut aus, hat immer Erfolg. Jan ist auch dabei. Und ich persönlich würde sagen, Ali putt am meisten. Auf dem zweiten Platz würde ich sagen, würde ich kommen, wenn ich heute überhaupt mache. Schauen wir mal. Madrid! Klar, nicht wie bei Gala, aber auf jeden Fall trotzdem schön. Ich habe keine Ahnung von Sprechchören, aber ich fühle mich dazugehörig. Madrid! Ey, krass, wie viele sich angeschlossen haben, mega! Ey, sowas vieles richtig, aus dem Nichts einfach angeschlossen, mitgemacht! Ja, Madrid verdient, Digga, ich schwör's euch, geil! Ich verstehe gar nicht. Das ist ein Juego. Ah, wie? Lecker, die Möwe, Digga. Er ist endlich da. Ey, Bruder, wir haben gerade so Franzosen. Wir gehen jetzt ins Tropicana. Jungs, wir sind drin. Es war noch nie so einfach, in den Club reinzukommen. Ich bin mega gespannt auf die... Oh mein Gott! Hey! Oh, come on, hey! Okay. 50-50. Come 3, 2, 1, go!
gib 5 Block! Nummer 7! Freunde, achte Mische. Jetzt bist du ruhiger, deshalb spreche ich hier. Achte Mische. Alkohol ist mega günstig, hier kostet eine Mische 6 Euro und eine riesen Mische, wo ihr eben bei Can gesehen habt, 10 Euro, wirklich krass. Der hat ein ganzes Glas von dem hier Wodka reingetan. Aber scheiß mal darauf, die Leute haben hier Respekt vor einem, wenn man Kanake ist. Und man kommt locker easy. Ich bin zwar gut gekleidet, man kommt wirklich easy rein in den Club und jetzt Abfahrt. Kurze Zwischenfrage, wie findet ihr das hier? Jakob. Mädchen, okay. Du, ist gut. Es gibt nur ein Mädchen in meinem Leben. Alter. Neuer Tag, neues Glück, wir sind hier am Strand. Schönes Wetter, 25 Grad. Soll ich eigentlich ansprechen, dass wir eine Person verloren haben? Alter, wir befinden uns hier am Strand. Was sagst du? Sehr schönes Wetter. Willst du nicht mal dein T-Shirt ausziehen? Jungs, meinst du Deutsch? Ja. Ich glaube, heute, der Tag, wird auf jeden Fall nicht so viel Videomaterial beinhalten. Wir sind am Strand, hier am Chillen. Eine Person ist verloren gegangen. Nein. Auf jeden Fall, Can ist nicht mehr mit dabei und dementsprechend sind wir jetzt noch zu zweit hier und gucken, wirfst du mich ab, Bruder? Sag mal ehrlich, von 1 bis 10, wie findest du den Strand hier? Der Strand ist schon schön. Das Ding schon ist, schön, Club in Mainz, ja? Das Ding ist, das ist kein richtiger Sand, das sind so kleine Steinchen. Genau, hier sieht man's. Das tut dann manchmal ein bisschen an den Füßen weh. Deswegen, ich würde dem Strand hier eine stabile 6 geben. Und vom Publikum her? Allein wegen uns beiden eine 10. Ja, ich bin auch eher so Sandstrand, so feiner Sand, weißt du. Naja, Wasser ist auf jeden Fall sehr angenehm kalt. Draußen ist es nicht so heiß, deshalb kann man lange unter der Sonne chillen. Plan für heute. Wir gehen uns gleich fertig, mal im Hotel wie immer. Duschen, dies und das. Ein bisschen Shots trinken, Digga. Denke mir raus, wahrscheinlich was essen, ein bisschen Magen füllen und dann wieder in den Club, Digga. Da, wo wir hingehören. Bis 5 Uhr morgens. Bis 5 Uhr morgens, wenn nichts läuft. Heute wird, ich kann nicht mehr. Heute wird das laufen, Digga. Heute wird viel laufen. Heute wird der Hahn laufen. Weil einer nicht mehr dabei ist. Das können wir nicht drin lassen. Das müssen wir drin lassen. Berkay? Berkay fliegt da oben. Berkay, Digga. Nein, im Urlaub kommt es vor, dass man Streitigkeiten zwischen Kollegen hat. Dann ist es manchmal besser, sich zu distanzieren. Haben wir in dem Fall gemacht, deshalb. Kein Hate an John, ich will keine Hatefälle auflösen. Als wäre ich so ein riesiger YouTuber. Outfit von heute. Mich in der Hand. Let's go. La Playa, Malaya. Auf jeden Fall verlassen wir jetzt hier das Hotelgebäude und wir befinden uns auf dem Weg an die Promenade. Alter. Das ist der Hintereingang. Und der Schleif einfach entdeckt, aber wir müssen jetzt hier lang, glaube ich. So, Hintereingang immer gut. Alter. Nein, folgender Plan für heute. Wir werden auf jeden Fall gleich bis an der Promenade rumlaufen. Ich werde die ganze Zeit die Kamera auf mich filmen und gucken, wie die Leute reagieren werden. Hier und da werden wir ein bisschen Real Talk, IRL halten und gucken, was so geht. Outfits von heute, wie gesagt. Später gehen wir nochmal feiern und dann selber Alltag, morgen nochmal. Dieser Ausblick, wirklich. Mit dem Outfit. 10 von 10. Gleich Sonnenuntergang. Ein paar Bilder gemacht hier mit Jakob. Echt, wirklich so ein schöner Ort. Wow. Wie man hier noch sieht, guck mal, die Promenade erstreckt sich komplett. Von da bis nach oben. Am ersten Tag waren wir da oben, als wir burgmäßig sind wir da lang gelaufen. Und die nächsten Tage werden wir hier zu. Werden wir zu dieser Burg laufen. So, und jetzt genug Fotos gemacht. Let's go. Du darfst es nicht kaufen. Nein, ernsthaft, du kannst es nicht haben. Aber auf jeden Fall, hier sind sehr, sehr viele so Läden, die meistens von Pakistanern betrieben werden. Die auf einmal wirklich, ihr könnt da so runterhandeln, das ist gar kein Problem. Fängt an mit 30 Euro Basic-Preis, dann sagst du nein, gehst weiter. Das ist der 10, 15, 5, 5. Und dann soll es halt unbedingt loswerden und Jakob hängt da immer noch zusammen. Jakob hängt da genauso noch, wie er an seiner Ex hängt. Spaß. So, wir laufen auf jeden Fall hier durch die Altstadt. Wir haben mittlerweile schon 21 Uhr. Ich
Steckst du in ein, zwei Stunden, gehst in den Club rein. Let's go, vamos. Einfach den Baller von Fortnite hier gefunden, Digga. Fortnite. Für Fortnite. Ja, Alter. Ja, Digga, gefunden. Digga, Leon, Digga, wir sehen ja einen gefallenen Bruder. Und ich bin Can? Can. Digga, ich kann nicht mehr. Warum es überhaupt Rave hier gibt? Unglaublich. Ich hab's nicht ausgehalten, Digga. Was sagst du? Manche Menschen nehmen lieber Fette als gar keine. Es geht gerade um Rave, Digga. Wie fandst du's? Ich nehme lieber 5 Mädchen auf einmal. So, und wir sind wieder zurück vom Club. Was für ein Vlog wird das eigentlich? Es wird ein Porno. Das ist für ein Porno. Nein, was? Ah, das Bett. Was? Nein, halt's Maul, Digga. Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Das wird doch immer der gleiche Rhythmus sein. Digga, wir gehen an den Strand, essen, feiern, schlafen, Strand. Mein Speicher nicht leer. Ein Sohn. Guck da her, Digga. Wir chillen hier am Strand gerade. Alter, ich bin so braun geworden. Wir haben House Music für uns entdeckt. Richtig geil, Digga. Banger-Lieder. Besser als im Club. Das muss auf YouTube. Wir sind gerade wieder an dem Punkt angelangt. Wir sind kaputt gewesen vom Strand. Jetzt sind unsere Outfits hier. Und wir wollten eigentlich gar nicht trinken. Wir wollten nicht trinken. Nein, ich darf nicht oberkörperfrei auf YouTube sein. Aber zeig mir mal die Flasche her. Wir haben die Befürchtung, gib mal her. Digga, wir haben irgendwie 1,5 Liter gefühlt in 2 Tagen getrunken. Ich glaube, die Putzfrau trinkt einfach davon. Aber man ist nochmal zurückgekommen. Nein, aber jetzt bin ich gerade wieder an dem Punkt. Die Müdigkeit ist weg. Digga, heute wird wieder gesoffen, Digga. Gestern wirklich Rave-Erfahrung gemacht. Bodenlos, Digga. Ich zeig euch kurz, wie die getanzt haben. Gehen kann, der hat einen Koksschaden oder irgendeine, keine Ahnung, psychische Schaden. Peace, Freunde. Tag 3 hier aus Lorette. Mal wieder leider Regen. Wir bekommen auf jeden Fall gerade ein paar Tropfen ab. Outfit für heute Abend steht auch. Wir sind mega gespannt auf jeden Fall. Bereit für den Abend. Das Wetter wird unsere Laune auch nicht kaputt machen. Und ja, wir gehen auf jeden Fall gleich was snacken. Wir gucken hier noch bis in die Stadt. Und dann mal schauen, was geht. Das kann man noch keinem erzählen. Jetzt fängt es wirklich an. So schütten, Mensch, ey, was ein Pech wir haben, Mann. Ich glaube, das ist ein Klimakleber, Bruder. Ich habe gar keine Stimme mehr. Klimakleber. Ich kann euch eine Sache raten, kommt nicht nüchtern nach Lorette. Ich hab noch nicht getrunken. Das war eine Reportage. Die machen eine Reportage. Die machen eine Reportage. Wir machen die ganze Zeitsprünge im Vlog. Jetzt geht's wieder zum Strand. Daily Business. Jo. Der Vlog wird eine einzige Katastrophe. Wir befinden uns am Strand. Schön gesonnt. Jakob hat ein bisschen Sonnenbrand. Und so wie es der Zufall will, jetzt glaube ich wieder anfangen zu regnen. Geil. Und ich würde sagen, wenn es gleich anfängt zu regnen, bleiben wir trotzdem liegen. Für die Aura. Plus 1000 Aura, Bruder. Für den Vlog.
Für den Vlog. Für den Vlog. Irgendwas muss ja passieren im Vlog, Digga. Gar nichts gemacht. Wir können ja mal erzählen, wie es bisher läuft bei uns. Also, eigentlich ganz gut. Nein, das läuft ja wirklich nicht schlecht. Nein, also, macht mega Spaß. Ach so, darum geht's dir. Was geht's dir denn? Bitches. Nein, es gibt keine Bitches. Es gibt nur eine Frau in meinem Leben. Genau. Wie ich im Fastnachtsvlog gesagt habe. Nein, aber auf jeden Fall mega entspannt. So ab und zu ein bisschen Regen, das bockt halt nicht so, aber was soll man machen? Ah, und was wir noch sagen müssen, wir haben neue Feinde. Die Niederländer. Niederländer, wirklich. Die haben hier komplett Lorette eingenommen. Die machen ihre eigenen Partys, die mieten die Clubs. Man darf nicht rein, wenn man kein Niederländer ist. Und die sind einfach, wie sagt man, Digga? Die sind so, die akzeptieren einfach keine anderen Länder, keine anderen Leute. Die wollen nur unter sich bleiben und mehr nicht. Oder, Jakob? Ja, die richtigen Wichser sind das. Jakob hat Tinder Premium geholt. Halt's Maul, das sagst du nicht in deinem Dings, oder? Ist dir scheißegal. Nein, ich lass dein Video runternehmen sonst. Jakob hat sich nicht Tinder Premium geholt. Freunde, wir sind heute in Lorette und wir wissen nicht, wen wir heute getroffen haben. Sinan Moves. Sinan Da bist Moves. Du, Sinan, sag was. Spaß, Ach, Jeremy Fragrance. Jeremy Fragrance. So, Freunde. Outfit-Check. Outfit-Check. Nein, mach nochmal. Nein, nochmal. Was uns aber, was uns aufgefallen ist, wir sind jetzt nicht overdressed, aber die Leute gehen wirklich so mit Pulli und normalen T-Shirt und so feiern. Wir sind schon etwas gehobener und einfach die krassesten im Club. Man munkelt. Aber ja, auf jeden Fall gehen wir heute wieder feiern. Wir nehmen euch mit und heute denke ich, wenn wir ein bisschen anders unterwegs sein und zu euch viel mehr mitnehmen, mehr Eindrücke geben, generell vom Club mal ein paar Aufnahmen mehr machen und vielleicht ein paar besoffene Leute interviewen. Also werde ich den ganzen Tag einfach Jakob interviewen. Mein Spaß. Und ja, wir gucken, was so geht. Ein bisschen Lachkick machen, ein paar Leute provozieren und dann werden wir geschlagen. Ja. Eine Frage habe ich noch, Adi. Ja. Wer glaubst du kackt heute ab? Heute kackt keiner ab, weil wenn ich dabei bin, kackt keiner ab, außer die Leute, die zurückfliegen müssen. Ich glaube, ich kacke ab. Nein, heute kackt keiner ab. Viel Spaß weiter mit dem Vlog. Let's go. Also, ich spiele jetzt Mario Kart. Freunde, bevor wir noch zum Club gehen, haben wir hier so eine kleine Spielhalle gefunden. Spiel Mario Kart auf jeden Fall. Ja, kann schon hier am Anfang. Hier gibt es auch Autoscooter, voll viele Automaten. Mega cool. Auf jeden Fall perfekt, um hier sein Geld zu lassen, bevor man in den Club geht. Bei der Vibration könnte man doch gerade denken, dass der Jakob sich das gleich an die Eier hält. Jakob, halt die Scheiße dir an die Eier, Bruder, es vibriert. Da muss er lachen, Digga, ja. So, und das ist der Tropics-Club hier um 23 Uhr. Ungelogen wirklich, der vollste Club hier in Lorette, wirklich, den kann man nur empfehlen. Die Schlange immer mega voll. Wir gucken nochmal, dass wir ein paar Shots mal hier trinken und dann werden wir wieder da reingehen. Und ja, mehr kann man glaube ich nicht sagen. Außer, dass hier die Niederländer wirklich mit Abstand alles zerreißen. Also, Jakob hat gerade was Neues erfunden. Jakob, bleib stehen bitte. Mach es. Guck mal, also, wir stehen vor einer weltlichen Wanderung. Okay, nochmal neu. Okay. Also, wir stehen vor einer Wandlung der Welt. Die Leute werden immer nikotinabhängiger und deshalb eine Erfindung von mir. Wie ich gerade persönlich rausgefunden habe. Du wirst morgen so Nasenschmerzen haben. Ich als Nichtraucher empfinde es gerade einfach als peinlich. Nein, du löst das. Ich will anmerken, dass ich ihn draufgebracht habe, aber ich selber Nichtraucher bin. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich wirklich, egal wie besoffen ich bin, das muss man wirklich lassen. Ich habe so ein Mindset, noch nie irgendeine Scheiße angefasst, oder? Wir probieren jetzt selbst gebrauten Tequila. Das ist gut, ich gebe einfach rein. Mal gucken, ob wir danach filmen, das haben oder nicht. Ich hoffe nicht. Tequila mehr. Bruder, was machen die hier?
am Ring. Hier sind drei Räume. Zwei abgebrannte Raum, drei Räume. Und der Keller. Keiner hat immer die Kackerbahn. Und wenn es immer so hart wird, ist der cool. Wir haben hier Lana from the Netherlands. From Netherlands. I love you guys. Where are we? Tropics! Subscribe to the channel! Subscribe! Yes. Jakob! Jetzt mal Respekt an Ali. Er hat den Job gut gemacht. Er war der beste Wingman, den ich je hatte, je in meinem Leben. Und dafür einfach mal alle ein Like und Abo da lassen. Ali kann nicht nur klären. Ich bin klar. Ali kann auch meinen Kollegen helfen. Ich bin so messen. Oben. Der Türsteher. Der Bodyguard. Ja, warte mal, warte mal. Ken, war kurz festhalten, dass der Türsteher am ersten Tag zu mir gesagt hat: Bruder, warum zeigst du überhaupt Ausweis? Du hast ein Bart, Bruder. Du kommst easy rein, Bruder. Er wusste direkt, ich hab so Charisma, Bruder. Du Bastard, musst das einfach Ausweis zeigen. Ey, lass mal, wie cringe war das für mich. Danke, überall, Digga, let's go. Überall die Schalke-Fans, Digga. Hm. Ich kann es so gut wie gestern Nacht. Da muss ich sowas Ähnliches machen. Ich hab nur mit Idioten zu tun, gell? Oh, was machst du da? Als hätte man dich irgendwo eingesperrt, 2 Jahre lang kein Essen gegeben, so siehst du gerade aus, Digga. Es fängt wieder an. Alles nass, ich nass, Flasche nass. Es fängt wieder an. Oh, ich kann nicht mehr. Nein, jetzt war. Lass mich in Ruhe trinken. Trinke. Hier noch ein bisschen Geschichtliches im Vlog. Der Vlog wird, glaube ich, reinste Katastrophe nur aus Party und das soll nicht bestehen. Also wir waren jetzt wieder am Strand. Wir haben mittlerweile Donnerstag. Morgen sind wir noch da den ganzen Tag und dann noch Samstag bis um 9. Und ja, hier auf jeden Fall die Kirche, die zentral ist hier in Lorette. Und soweit so gut. Wir gehen jetzt nach Hause, duschen, machen uns fertig und dann gehen wir noch eine andere Burg besichtigen. Dann nehmen wir euch mit, weil wir müssen auch Content hier reinfüllen. Sonst kann ich auch gar nicht Party-Vlog machen einfach nur. Wir befinden uns hier in einem sehr, sehr schicken Restaurant und wir probieren Sangria. Ein local Getränk auf jeden Fall. Alkoholisch. Wir müssen noch anstoßen. Ich habe gesagt, ne? Stark. Was ist denn da drin? Also, ich habe noch nicht mich informiert, aber schmeckt nach Sekt. Sekt mit Früchten. Nein, das ist noch was anderes. Safe. Alter Jakob, unser erstes local Essen, was wir hier essen werden. Einfach, sollen wir es leaken? Das erste Mal was anderes aus der KFC. Oh Mann, lass dir schmecken, mein Lieber. Dankeschön, mein Bester. Wir haben hier einen Po-Ring von einem Delfin. Dann haben wir hier eine Muschel. Haben wir hier eine Zitrone. Hast du mit Delfin gerade ernst gemeint? Ja. Das ist Tintenfischstudio. So, ja. Ja, wusste ich. Einmal mit Profis arbeiten. Wie, du hast meine Mutter beleidigt, ja? Wie, du hast meine Mutter beleidigt. So, ich zeige euch mal ganz geschwind, wie man das macht. Fangen mit der Muschel an. Voll lecker, richtig frisch, Digga. Da das Ganze kein Food-Video wird, wir essen einfach, wir genießen und dann ab zur Promenade und wir nehmen uns hier immer mit. Und vielleicht noch feiern, mal gucken, was heute noch so geht. Letzter Tag. Vorletzter Tag, aber morgen gehen wir, glaube ich, wieder feiern. Doch. Jetzt checken wir mal hier die andere Seite von der Promenade in Lorette aus. Und zwar sieht man hier direkt
hier an so einem Hang. Viele Cafés, hier ist die Promenade und da hinten ist unser Hotel irgendwo. Und wir steppen jetzt rüber zu der Burg, wo ich vorhin schon angesprochen hatte. Haben ein paar Insta-Bilder gemacht und Jakob, erzähl mal. Was soll ich jetzt sagen? Wie sind die Leute hier drauf? Das wollen die meisten Zuschauer wahrscheinlich wissen. Was erwartet die Zuschauer hier, wenn sie hinkommen? Außer natürlich den ganzen Niederländer und Deutschen. Ja genau, also die Spanier sind sehr nett, sehr offen, aber hier gibt es kaum Spanier. Aber hier sind sau viele Deutsche, Niederländer, Isländer und die haben alle einen Stock im Arsch. Alle? Wirklich. Aber wirklich alle haben einen Stock im Arsch. Ist halt wie Deutschland gefühlt so. Ändert sich kaum was von ihrem Verhalten und naja, muss man mal gucken. Ich glaube so Barcelona, wenn man mal eine Stunde weiterfährt, habt ihr in meinen Vlogs davor schon gesehen, deutlich krasser. Schaut euch unbedingt den Barcelona-Vlog an. Genau. Da seht ihr mal richtige Leute. So sieht's aus. Da seht ihr mal Spanier, Alter, die mal ein bisschen Spaß am Leben haben. Alter. Die Lautern-Fans waren hier auch am Werk. Nee, auf jeden Fall. Die Burg hat zu. Deshalb können wir leider nicht hoch, aber von hier die Aussicht ist auch nicht schlecht. Auf jeden Fall. Ja, dann müssen wir uns mal vorher erkundigen, Digga. Bei Kifo, da? Ja, wir gehen da lang. Egal, wir erkunden die Burg auf unsere eigene Art und Weise. Alter, den Abgrund, den kennen wir doch irgendwo her, oder? Eine Geschichte besagt, dass hier mal einer runterspringen wollte, der besoffen war. Aber es doch nicht getan hat. Also, wir gehen jetzt hier durch den Tunnel. Und sage und schreibe hier ein wundervoller Ausblick. Nein, Bruder, spring nicht! Nein, aber ein wundervoller Ausblick, ehrlich. So, da sind wir, Bro, nach 6 Tagen mal ein bisschen weiter gelaufen als die Promenade. Und siehe da, man findet auf jeden Fall sehr, sehr schöne Orte. Und da vorne ist eine fette Villa. Wow! In dieser Villa würde ich gerne wohnen. JJ. Was macht der, Digga? Halt's Maul. Wir müssen ja den Alkohol von den vergangenen Tagen irgendwie ausschwitzen. Oh, es brennt. Es brennt. Es brennt ein Lichtelein. Digga. Hast du ein Video? Sit. Ein Tannenzapfen. Aber du bist da gar nicht fit, Digga. Wir haben Krabben gefunden. Oh mein Gott, Krabbi, what else? Ify wird sauer, Digga. Ify, oh nein, er schaut den Vlog, Digga. Nein. Nur lieber an ihn, lieber an ihn. Die ganzen Tierschützer werden jetzt sagen, der hat Angst. Und ja, irgendwas ist mit dem falsch. Hey, wir lassen den Kunden schon voll Angst haben. Ja, ja, ich ruf Tierschutz an. Wir befinden uns jetzt gerade im Bus nach Tossa de Mar. Das Ticket kostet 2,50 Euro pro Person. Und die Strecke ist so gottlos. Wie nennt man das? Kurvig, ey. Da wird dann so übel. Ich kotze einfach gleich auf Jakob. Dann kürze ich zurück auf Ali. So, wir sind angekommen hier in Tossa de Mar und ich muss direkt loswerden. Erinnert mich direkt irgendwie an die Anfangszeiten der Türkei, so ein bisschen mit den alten Bushaltestellen hier und da. Auch die Straßen ein bisschen. Also ist jetzt nicht so krass modern, wie man es denkt so. Natürlich ist ja auch jetzt so keine Hauptstadt oder so, wie Barcelona oder keine Ahnung, wie Madrid. Aber auf jeden Fall ganz cool. Landowski oder Kane? Fanta Naranja und ich habe einfach Lust auf Tomaten gehabt. Nee, aber die Fanta soll ja wohl in so südlichen Regionen, generell schmeckt es immer anders. Deshalb probieren wir das mal. Und auf Tomaten habe ich einfach richtig Bock gehabt. Die sahen knallrot aus, richtig Lust drauf. Let's go. Ja. Wir probieren jetzt Tomaten. Beste Tomaten, die ich in meinem Leben gegessen habe, Digga. Beste Tomaten. Auch hier einen für den Kameramann. Alles soll schon. Und? Das sind ganz normale Tomaten. Die sind sausaftig, das habe ich noch nicht gegessen.
Geschmack ist viel intensiver, wirklich wow. Digga, Content muss ich ja irgendwie ins Video backen, Digga. Ich höre, lauf mal rein. Hier vorne seht ihr schon hier die Burg in Dossa de Mar. Ihr seht diesen Strand. Strand. Genau. Hier vorne haben wir den Strand. Jetzt würde ich sagen, laufen wir mal zur Burg, oder? JJ. Ja. Auf zu Morales de Tossa de Mar. Digga, ich hab das die ganze Zeit im Kopf. Kennst du das nicht? Oh Mann, Digga. So, wie war die Anreise hierhin? Sehr gut, wirklich. Sehr gut, ist eigentlich was anderes. Sehr kurvig gewesen, wird richtig übel. Aber für 2,50 € kann man nicht mega. Und ist auf jeden Fall hier eine neue Sehenswürdigkeit, die wir hier in Erwägung ziehen und an der Costa Brava besichtigen. An der Costa Brava besichtigen. Dann ist der Vlog ja doch nicht so langweilig, ne? Doch ist er. Die Leute chillen sich hier an den Strand. Bei uns hat es sich ausgestrandet. Und der Jakob-Darm ist voll rot überall, Digga. Sag was. Ja, ich bin rot. Wir haben hier eine faule Tomate, wir werfen die jetzt schön auf einen Jungen auf. Film ihn! Oh. Hat er es gesehen? Nee. Hast du gar nicht auf dem Video gesehen? Echt? Ja. Das hast du weggemacht. Was ist das? Ich habe eine Tomatenschale. Ja, da war eine Tomatenschale. Sagt ihr echt, dieses Restaurant sieht auch eigentlich gut aus. Ja, ne? Ja, wie geht mir das ist so? Halt eine. Die perfekte Lage hier oben. Kann man komplett unten auf die Stadt gucken, auf den Strand gucken. Mega idyllisch hier auf jeden Fall. Ich kann die treffenden Worte gerade nicht finden, weil das ist. Ist so simpel. Flash für mich, Digga. Es flasht mich gerade einfach. Ja, es ist halt so simpel, dieses Restaurant. Ja, aber? Und man ist halt so gewohnt, diese modernen Restaurants, zum Beispiel Dönerläden, wo man im Dönerladen essen kann. Bruder, das werde ich alles nicht reinstellen. Was labern wir hier gerade für eine Scheiße? Aber, lass mal kurz da vorne hinstellen. Sieht ein bisschen aus wie Portugal, wie Porto irgendwie von oben. Komisch. Man hat hier so dieses klassischen Dächer, ganz viele Gebäude ineinander gefühlt. Diese Dächer und so weiter. Ja, ja, ja. Der Erdkunde-Geografie-Profi. Jakob, komm, wir laufen weiter. Wow, die Aussicht ist wirklich atemberaubend, mega. Ich würde sagen, genug hier von der Burg aus Tossa de Mar. Und wir gehen jetzt mal zum Foodspot. Wir gucken, was wir essen können. Was einheimisch ist auf jeden Fall, weil hat auf jeden Fall gut getan, mein Magen. Die Paella gestern, ne? Ich mal KFC. Okay, sie haben gestern Nacht auch gegessen, Digga. Oh Mann, Digga. Alter, hier ist aber die alte Kirche von St. Vincent. Die ist wohl zusammengebrochen und dann wurde eine neue gebaut. Und die neue ist direkt in der Stadt, die zeige ich euch mal sofort. Komm, die zeigen wir jetzt mal den Zuschauern hier. Die sieht man da von hier genau, da vorne. Da vorne ist sie, die neue. Seh, Foto. Soll ich ein Foto mit dir davor machen? Nein, das. Boah, das sieht so saftig aus, ehrlich. Das ist vom, so wie ich verstanden habe, vom hinteren Schenkel vom Schwein. Hat er so gesagt. Die meisten Proteine, wir probieren. Geil. So geil. Krass. Guck mal, wie zart das ist. Voll zart, leicht salzig, aber voll fettig. Krass. Die haben da Kräuterbutter reingemacht im Spaghetti. Ey, schmeckt richtig gut, ehrlich. Deine Meinung? Super. 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 Ich muss eine Sache loswerden, die ist vielleicht ein bisschen ekelhaft, aber. Die haben, genauso die Toiletten, diese Blumsklos, Digga, wie in der Türkei. Alter,
Ich bin komplett in Schweiß gebadet, ich muss einfach so kacken. Gut, aber gut geklappt, Digga. Gut geklappt. Warum filmst du mich jetzt? Ich war nicht dabei. Ich hab gewartet. Und hat Ali nur so schreien gehört und so Stöhnen gehört. Können wir mal drüber reden, es ist einfach das Chilligste und nichts Besseres gibt es, als am Strand einzupennen. Krass. Letzter Tag hier, 19 Uhr gleich. Ich weck meinen Jakob auf und dann. Wow. Bestes Feeling. Wow. Ich werde es vermissen. Du? So. Also ich werde nicht die Almans und die Niederländer hier vermissen, aber ich werde auf jeden Fall den Strand, den Vibe vermissen und den Fickfelsen. Den werde ich vermissen. Den Fickfelsen mit Jakob vermissen. Ja moin. Egal, alles hat ein Ende. In 2 Monaten geht's nach Valencia. Ein Video, damit jeder sieht. Ich call jetzt, dass der Bottleflip klappen wird, Bro. Was sagst du? Was callst du? Der Bottleflip wird jetzt klappen. Ich glaube nicht. Nein. Warte, nochmal. Ach, jetzt war okay, Füße. Aber warte mal, Füße. Das Wichtigste ist... Freunde, letzter Abend hier. Ja, Florett und... Wir haben uns was Ausgefallenes und was wirklich Einheimisches zum Essen rausgesucht. Und zwar, ja, wie ihr schon schwer erkennen könnt, die Location ist mega schön hier am Strand. Und ja, ich zeige euch aber schnell, was wir zu essen gefunden haben. Was sagst du dazu? Ein krönender Abschluss. Ein krönender Abschluss, Digga. Nein, aber ich hole immer dasselbe und es schmeckt einfach göttlich, wirklich so lecker. Ich kann euch ja mal erklären am Ende, was wir überhaupt essen. Wir essen hier Pommes mit so einer Käse, pikanten Soße mit Speck. Dann immer zwei Chicken Strips oder wie die Scheiße heißt. Cola und Burger. Ganz klassisch. Einfach, schnell und es macht satt. Und es ist lecker, komplett lecker. So, wie fühlt es sich an, jetzt die letzte Runde hier in Lorette am Hotspot zu drehen? Ich vermisse meine Frau. Ich vermisse meine Frau. Wo bist du? Ich habe dich gerade noch gesehen. Wo bist du? Okay, komische Situation hier aus Lorette gerade. Oh mein Gott, ich mache YouTuber. YouTuber. Oh mein Gott. Ey, alle Leute crazy drauf, ihr wirklich mega geil. Ein letztes Mal mit euch hier. Und dann laufen und gucken, was abgeht. Jakob, schon irgendwas gespottet? Nicht meine Frau, ich bin nur meine Frau. Oh Mann. Ali blendet euch an dieser Stelle Bilder ein. Wirklich, dieser Club Tropics. Wir haben so viel mitgenommen von diesem Club. Wir verabschieden uns, wir lieben diesen Club. Ich schwör's euch. Ja, so auf jeden Fall. War eine mega schöne Zeit und es zeigt sich leider dem Ende zu. Ich hab Jakob verloren. Oh, kannst du dich noch an die Bekanntschaften von KFC erinnern? Unglaublich. Auf jeden Fall, Freunde. Solange ihr unter 25 seid, würde ich sagen, Lorette, optimal. Es waren wirklich sehr wenige Schüler hier, alle ab 17, 18, 19, 20, alles Leute in meinem Alter. War wirklich eine mega schöne... Was ist mit dir? Du bist doch Teil vom Vlog. Ich habe gerade einer zugezwinkert und sah so auf, als würde die ausstehen. Aus, als würde die aufstehen. Aber sie kam nicht. Bruder, wir haben 2 Uhr, wir fliegen in drei Stunden und wir klemmen uns jetzt keine mehr. Reicht jetzt, Mann. Ich will meine Frau. Okay, auf jeden Fall. Ich bin nicht mal betrunken, ich will meine Frau. Wir machen jetzt eine Bewertung von 1 bis 10. Wie fandest du Lorette? Ganz ehrlich. Wir gehen gleich noch auf die Einzelheiten ein, aber jetzt erstmal deine Meinung von 1 bis 10. Ich würde sagen, ja, mit allem drum und dran, eine 8. Eine 8? Eine 8. Ich würde sagen, dem Ganzen kann man wirklich eine 8 geben. Dem schließe ich mich an. Es gab natürlich Höhen und Tiefen hier, aber das einzig Wichtige ist, wir haben uns nie gestritten wegen irgendwelchen Frauen oder so. Und das ist auch, glaube ich, das Wichtigste. Ich persönlich fand, mein Höhepunkt hatte ich auf jeden Fall auch auf dem Fickfelsen. So, auf jeden Fall, positive Sachen hier an der Reise, würde ich sagen, waren auf jeden Fall die Club-Erfahrungen und natürlich die ganzen Strandbesuche, die wir gemacht haben. Und Das waren auch die einzigen Sachen. Nein, ansonsten sind wir nicht viel rumgekommen. Wir haben nicht viel gesehen, weil
Man muss ehrlich sagen, wow. Was denn? Wow. Nein, man muss ehrlich sagen, wir haben jetzt nicht viel Sightseeing gemacht. Einfach mal wirklich 7 Tage nur Strandurlaub gemacht, Partyurlaub gemacht. Wir waren beide schon in Barcelona. Barcelona-Vlog könnt ihr auch gerne oben abchecken hier an der Stelle. Und dementsprechend haben wir einfach ein bisschen gefaulenzt, ein bisschen Leben genossen. Und das muss wirklich auch mal sein. Hat gefehlt. Und ja, was würdest du noch abschließend sagen? Ich würde noch gerne sagen, dass ich in diesem Urlaub sehr viele Bekanntschaften gemacht habe. Und sehr viele Dinge erlebt habe. Und am Ende des Tages muss ich aber sagen, dass ich mit am besten fand, in diesem Urlaub meine Frau kennenzulernen. Die Liebe meines Lebens. Ich habe zwar nichts von ihr, ich habe nicht ihr Insta. Ich habe nur unsere gemeinsamen Bilder, die ich, sobald ich zu Hause bin, sofort laminieren werde. Und ich vermisse sie jetzt schon. Ich habe sie gerade noch mal gesehen. Ein kleines Abschiedsküsschen. Ich werde sentimental, mach die Kamera weg. Digga, Love Story aus dem Urlaub. Und dementsprechend, ja, Club-Erfahrung eigentlich ganz gut. Die Leute sind hier nett. Was ich als negativen Punkt so als einziges hier sagen kann, ist einfach, wenn man zum Club läuft, hier an den ganzen Passagen sind so Leute, Marokkaner und was weiß ich, die einen mäßig ansprechen, was verticken wollen, 1 Euro Tequila oder hier und da mal in die Bars reinzukommen, würde ich an dieser Stelle einfach nicht machen, weil wir hatten am ersten Tag das Pech, dass der liebe dritte Kollege, der mit uns war und danach gegangen ist, so braucht man nicht drauf eingehen, leichtgläubig war, dem mitgehen wollte und ich in letzter Sekunde so ein bisschen das abgebremst habe, weil ich gemerkt habe, okay, da warten jetzt so 4 schwarze, voll tätowierte hinter der Ecke, habe ich gesehen und wir werden da reingelockt, so. Also da muss man schon aufpassen, in was für Ecken man gerät und auf keinen Fall von diesen Leuten sich anquatschen lassen. Das kann ich euch als Tipp mitgeben. Ansonsten gibt es die Leute am Strand, die rumlaufen und dieses Rock... Wie heißt Rockefeller? Rockefeller, nein, Star Rocks, nee. Rockstar. Rockstar, stimmt, Rockstar. Rockstar, Armmenschen, mäßig diese Club-Organisation, möchte euch so Armbänder verticken. Kann man theoretisch machen, die wollen halt Anzahlungen haben, 10, 20 Euro, die stecken die ein und dann müsst ihr immer 40, 50 Euro Gebühren bezahlen, damit ihr, keine Ahnung, einen halben Liter Wodka bekommt, Club-Eintritt und dies und das. Ansonsten Vergünstigungen bekommt ihr auch, aber nicht in diesen krassen Clubs wie Tropics. Tropics ist eine Ausnahme, der hebt schon jedem Club ab und macht sein eigenes Ding. Da bekommt ihr selber ein Armband, wo ihr danach die nächsten Abende für 2 Getränke und Eintritt 15 Euro nur bezahlen müsst. Und ja, der Rest Alcatraz und... Saint-Trope? Saint-Trope ist nicht mit denen gepartnert. Saint-Trope ist auch eigen. Alcatraz und der Rockefeller, ich weiß nicht, wie es heißt, das ist nochmal ein eigener Club. Und da kriegt ihr auf jeden Fall einen Rabatt und genau, mega coole Leute, für meinen Geschmack zu viele Niederländer, das hat mir nicht gefallen, zu viele Deutsche, es war nicht so Spanien-Urlaub mäßig, wisst ihr, wie ich meine, es hat sich wie einfach Dings angefühlt. Malle. Wie Malle, so als wenn man auf Malle so, jeder kann die Sprache, jeder spricht Deutsch gefühlt und ist einfach nichts für mich, weil ich eher so mehr die Einheimischen möchte. Wie ich in Barcelona auch hatte, waren viel mehr Leute, die Spanisch gesprochen haben. Das hat mir ein bisschen gefehlt, diesen Vibe. Und ja, Strand war jetzt auch nicht unbedingt Sandstrand, hier an der Stelle. Trotzdem mega schön natürlich, ist halt so ein bisschen kieselig. Aber ja, was soll ich euch sagen? Das sind so Kleinigkeiten, aber roundabout 8 von 10 für mich. Macht es auf jeden Fall. Und das Fazit am Ende ist einfach länger als der ganze Vlog oder die ganzen Aufnahmen, die wir davor gemacht haben. Ich vermisse meine Frau. Digga. An der Stelle, bevor mein Arm abschiebt, Freunde, lasst ein Like, da würde mich mega freuen. Wir sind in 1,5 Monaten in Valencia, deshalb würde es mich freuen, wenn ihr nächsten Vlogs abcheckt und ja. Warte ja. Mal, eine Sache möchte ich noch sagen. Wenn ihr ein Mädchen habt, lasst es auf keinen Fall nach Lorette. Also das wäre das Dümmste, was man machen kann. Die wird zu 100.000 Milliarden Prozent gedrückt. Und Bank gedrückt an der Stelle. Ich will nicht wissen, wie viele Beziehungen dadurch kaputt gehen, weil die Frau nach Lorette oder so fährt. Also, wir können aus Erfahrung sprechen, dass wir schon einige angesprochen haben, die auch einen Freund hatten und dementsprechend könnt ihr euch denken. Muss jeder selber wissen, weißt du, ich meine, wir können es nicht beeinflussen, aber hätte ich eine Freundin, wäre ich jetzt nicht pro dafür, die generell in den Mädchenurlaub zu lassen und Lorette ist aber nochmal ein Faktor. Alle besoffen, die Getränke, an der Stelle muss man auch sagen, sind eigentlich relativ günstig. Du bekommst für 1 Liter Mische, musst du nur 8, 9 Euro zahlen, höchstens 10 Euro im Club. Mega cool, auf jeden Fall faire Preise und Bruder, wir haben viel zu viel geschnackt an der Stelle. Würde es uns freuen, wenn ihr ein Like da lasst, ein Abo da lasst und was kommentiert. Du hast das letzte Wort, Jakob. Ich vermisse meine Frau. Genau, haut rein, Glocke aktivieren. Ciao, ciao. Abschiedskuss. Als Mann am Männerqueen, Digga. Was ist denn falsch, Digga? Du wolltest.